Spot an und genau hingeschaut, denn Steffen Hamann hat nichts verlernt. Der frühere Point Guard des FC Bayern stand 8 Jahre nach seinem Karriereende wieder im Licht, das diesmal vom Boden ausging. Und damit schürt Steffen Hamann schmunzelnd das Gerücht um sein Comeback. Also ich wünschte, dass es noch geht, weil dieser Boden ist echt was ganz Besonderes und bei so einem Event würde ich schon gerne noch mitspielen, aber der Körper gibt es leider nicht mehr her. Die eigentliche Sensation ist diesmal der Untergrund, der Belag, der Boden. Denn statt des üblichen Parketts erstrahlt zum ersten Mal ein neuartiger 5 mm dicker LED-Videoglasboden, zusammengesetzt aus 1,5 x 2 Meter großen Elementen. Letztendlich ist es eine Glasfläche und hat keramische Punkte in der Oberfläche eingebrannt. Diese Punkte erlauben dem Athleten den richtigen Grip. Diese obere Scheibe ist auch tiefengeätzt. Das bedeutet, wir haben eine matte Oberfläche. Wenn man sich das Ganze ansieht, sieht man, dass es keine harten Reflexionen gibt. Das ist wichtig, vor allem wenn wir mit 2000 Lux Turnierlicht hier ankommen. Rund 1,5 Tage Aufbauzeit hat es für den Videosportboden gebraucht. Zum ersten Mal wird darauf beim Bundesliga-Auftakt des FC Bayern gespielt. Alles genehmigt vom Weltverband FIBA. Verdammt viel Spaß, der Boden gibt dir viel zurück, der Grip ist geil, die Schwingung ist super. Die Animationen, ja, die waren am Anfang ein bisschen irritierend, aber als Profisportler gewöhnt man sich an solche Situationen. Im Prinzip ist der LED-Boden ein großer Bildschirm. Der Energiebedarf ist überschaubar. Benötigt wird ein starker Stromanschluss und beim Anschalten müssen mehrere tausend Kondensatoren aufgeladen werden. Eine Stunde Spielbetrieb kostet ca. 5 Euro, wenn man Haushaltsstromtarife dagegen setzt. Wenn am Freitag der mitteldeutsche BC zum Bundesligastart zu Gast ist, erleben alle im BMW-Park die Weltpremiere des Bodens. Für Ex-Nationalspieler Steffen Hamann ist der Reiz, dabei zu sein, schon jetzt enorm groß. Oder das Warm-up wird mir schon reichen. Also Coach Pablo, ruf mich an.